zum Landwirtschaftssimulator Megaprojekt. Heute mit Dr. X, Moin Moin, Markus und Octox. Servus. Ja, Freunde, und ihr seht es gerade, wir haben hier schön Angebot. Gerste ist im Angebot, genau. Weizen ist im Angebot, beziehungsweise ist große Nachfrage. Und das Kartoffeln, ist ja schon länger. Kartoffeln und Weizen haben wir nicht, aber wir haben Gerste. Ja, und Ziel für diese Aufnahme ist es, mal ein bisschen aus den Schuldenwert herauszukommen, ne? Ja, genau. Dann legen wir jetzt einfach mal los hier. Rockdogs und ich fahren die Gerste zum Güterbahnhof. Genau. Wenn ich nicht hier am Zaun, an diesem Pfosten hängen bleibe. Gut, also genau, und ich werde das Feld da schön fertig dreschen, was die letzte Aufnahmesession übergelassen hat. Ja, ja. Also, nochmal ganz kurz zu dem, was ihr gestern bei mir auf dem Kanal gesehen habt. Wir haben dann noch ein bisschen weiter aufgenommen, aber diese Folgen werdet ihr bei mir auf dem Kanal nicht finden. Die werdet ihr aber beispielsweise beim Sachsen-Let's Player, beim Randy ich und bei dem Tino. Zurück. Ja. Sachsen-Let's Player beim Randy und beim Tino. Beim Tino, also McManus, da werdet ihr sehen können. Die sind ein bisschen, sprechen so ein bisschen die anderen Gewünsche an, denke ich mal. Genau. Die so ein bisschen, ja, so ein bisschen Elotrix-Style oder sowas, wie man sagen will. Unter der Gürtellinie, sagen wir. Unter der Gürtellinie etwas. Etwas anderes Niveau. Sein, aber ich muss mich outen, weil hier kam davon heute schon einer. Weil ich ja mein kleines Problemchen hatte. Ja. Guten hatte nämlich eine Festplatten-Crash. Ja, richtig. Und seine ganzen Let's Plays, die er jetzt schon aufgenommen hatte, sind alle kaputt. Seitdem habe ich jetzt vor, dass ich mir irgendwie was zusammenbastel, dass ich mir jetzt immer meine Aufnahmeplatte, dass die direkt gespiegelt wird auf eine zweite. Ja, das ist, glaube ich, immer ganz sinnvoll. Ja, ich weiß nicht, du tust ja sowieso gleichzeitig so encodieren, halt sozusagen nachher encodieren gleich. Du testest eigentlich nur die Datei, bevor im Hochladen irgendwo extra lagern müssen. Ja. Nee, in dem Fall hätte ich jetzt das Rohmaterial am besten gespiegelt. Was ich auch noch sagen möchte, wenn ich nur darf, ich habe mich doch angeschlossen, ich habe das auch gesagt, ich lade das nicht hoch. Also, bei mir sieht ihr das auch nicht. Ja. Mir kommt sowieso alles später, ich weiß, ich bin hängen ein bisschen nach, aber. Wir verkaufen gerade Gerste, ne? Ja. Gerste, ja. Und wo? Am Güterbahnhof. Das ist bei 5-6 dort. 5-6 oben. Genau, okay. Bei den kleinen Fällen. Die erste Ladung ist schon weg. Dann fahre ich nämlich jetzt mit einem 36er noch mit ab. Der 36er ist übrigens von Modhost, von Modcontest. Von Modhub. Scheiße. So, Modhub, genau, so heißt das Ding. Weil das wurde ich nämlich heute ungefähr 20 Mal gefragt. Ah. Da steht ein Campingbus mitten in der Pampa. Also, guten nochmal. Den Link hast du in der Beschreibung oder wo, wie, was? Ich habe den Link, glaube ich, noch nicht in der Beschreibung. Sollte ich vielleicht mal tun. Auf jeden Fall das sollten wir vielleicht generell alle machen, dass wir die Download-Links mal in die Beschreibung reinpacken. Die meisten sind eh vom Motorhost und dann gibt es ein paar, die auf Motorhub sind, aber sonst haben wir gleich eh keine. Aber Links wenn man danach googelt und sich engagiert, sage genau, ich mal, findet man es eigentlich schon mal, dann findet man schnell. Ja, Google ist nicht nur böse. Manchmal ist Google auch dein Freund, lieber ich Zuschauer. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja absolut nicht der Mod-Fan. Ich finde das auch relativ ein bisschen doof, dass man sich das modden muss und dass nicht der Hersteller das macht, weil das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass irgendwas gesagt, nimmst du dich mit auf, ja, aber du musst genug, keine Ahnung, 10 GB Mods runterladen, die sich dann vielleicht auch noch miteinander beißen und dann funktioniert das hinterher wieder nicht. Also hatten wir jetzt gerade vor der Aufnahme das Problem, dass ich wieder nicht auf konnte auf dem Server, wenn da irgendein Mod oder irgendwas war. Ja, irgendwas wollte bei dir nicht so ja, richtig. Ja, aber die ganze Mod-Geschichte macht LS doch schon ziemlich aus. Ja, genau, weil ich finde es einfach schlimm, dass einfach so vieles gibt und jeder was die anderes Vorderachse. Will. Da gibt es einfach Probleme. Ach, scheiß auf die Vorderachse, komm mal eine neue, wir sind reich. Mit einem Magnum abfahren. Nein, wir könnten jetzt den Schadensmod, der gibt es seit jetzt zwei, drei Tagen so ungefähr. Nein, kein ich möchte keinen Schadensmod. Das will keiner bezahlen. Ja, genau, es will keiner bezahlen, was ich kaputt fahre. Wieso wollen auch was ich kaputt fahre. Ich habe heute auch schon, bin eben gegen Baum gegengefahren. Das hätte schon wieder mindestens 10.000 Reparatur gekostet. Ja, aber gerade das finde ich ja lustig. Nein. Nee, das finde ich gar nicht so lustig. Ganz ehrlich, was da für Schaden entstehen? Halt, wenn auch noch Chewie dabei ist? Oh Gott, das nee, Chewie ist nicht mehr dabei. Das können wir jetzt vielleicht auch mal offiziell verkünden. Offiziell, Chewie hat uns heute kontaktiert. Er hat halt einfach irgendwie gar keinen Spaß mehr am Landwirtschaftssimulator. Und da kann man sich dann auch nicht zu zwingen. Ja? Und deswegen ist er aus dem Projekt raus. Aber vielleicht sieht man sich ja in anderen Projekten, dass man vielleicht mal was anderes noch zusammen macht oder so. Ne? Also nach seinem Fahrstil wäre am besten sowas wie Flatout.
Das nächste ist auch bei Schrammo, der wird auch immer öfter gefragt, ob er jetzt dabei ist oder nicht. Nein, ist er nicht. Nein, der ist nicht dabei, ist der ja, das ist, denke ich, auch schon seit einem Monat dabei. Eigentlich, klar. Ja. Und ja. Er hat halt wir spielen übrigens heute auf den Tag genau 2 Monate. Das stimmt, ja. Ja, genau. Also jetzt, wo wir das hier aufnehmen, wo ihr die Aufnahme seht, das ist natürlich dann irgendwie noch ein bisschen länger her. Am nächsten Tag. Ja. Ja, bei mir zumindest. Bei mir auch. Ja, bei mir kommt diese Folge, hier müsste eigentlich am Donnerstag sein, wenn ich mich nicht total verrechnet habe. Ja, ich glaube Freitag ist, du hast vorher gesagt, du hast bis Donnerstag Bart. Oder? Oder Freitag, na egal. Ja, ich fahr doch schon, Mensch, Kinder. Alter, oh. Mann, ihr hetzt mich. Ich wollte nur sicherstellen, dass du nicht einschläfst. Das fällt mir fertig. Verdammt. Wie schaut's denn aus, was machen wir mit den Körnern, mit dem Mais? Tun wir den häckseln oder tun wir ihn dreschen? Das meiste dreschen, halt ein bisschen was auch häckseln. Ich werde mal wieder 100.000 zurückzahlen, ne Jungs? Ja, Mann. Jo. Dann würde ich sagen, ich tue mal das Feld 10 Drescher anfangen. Ja, Feld 14 ist, glaube ich, auch noch nicht ganz fertig. Aber ich bin nicht ja, aber, Guten, merk dir mal, wie viel du zurückgezahlt hast insgesamt. Das war wirklich mal so eine Hausnummer haben, wie viel das Verkaufen jetzt gebracht hat. Ja, das sehen wir. Aber warte, hätte ich gesagt, warten. Das ist auch eine Statistik. Zur Info, Feld 14 ist zur Hälfte noch nicht abgeerntet, da ist auch Mais drauf. Machen wir da noch ein bisschen Körnermais. Das heißt, eine große Nachfrage Körnermais kommt, dass wir jede Menge haben zu verkaufen. Es ist ja noch ach so, Feld 14 fehlt. Na, ich mache mal Feld 10 komplett Körnermais. Ja, das ja, ist am nähersten. Da ich würde auch irgendwie sagen, klar, BGA bringt viel mehr Geld, aber man soll auch mal ein bisschen Abwechslung für ist vor allen Dingen das Mais Problem machen. Ist bei der BGA immer das Schaufeln. Weil du ja meistens können wir halt nicht im schnellen Vorlauf, also beziehungsweise auf mal 5 oder mal 15 laufen lassen, weil wir gerade dann am Ansehen sind, während wir schaufeln könnten eigentlich. Ja. Das ist immer das große Problem, da kann man nicht schön flüssig wegschaufeln. Eigentlich. Dass die BGA nicht zu halt viel Geld bringt. Wir können halt während der Wachstumsphase, da könnten wir immer schaufeln. Rachel macht da gerade einen Spompanado. Ja, die eigentlich, wenn wir alles abgefahren haben, müssen wir die BGA noch voll machen und dann. So. Kommen wir ein bisschen verkaufen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel ist denn in der BGA jetzt noch drin? Das müsste doch mindestens noch ein oder wenn nicht sogar 2 Fahrsilos sein, oder? Ja. Also die Anteilnahmen sind 380.000 bis jetzt. Ja, das ist mit der BGA und mit den da haben wir in Weizen auch schon zurückgefahren nochmal. Oder ist das schon wieder mal her? Habt ihr da vorgespult nochmal? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich bin kann auch ich gar nicht sagen. Ich bin etwas verwirrt sowieso. Ich bin aber immer verwirrt, das ist nichts Neues. Bin halt der nicht der verwirrte Professor, der Professor, sondern der Irre-Doc. Ist auf jeden Fall ein Schneidwerkswagen für das Körnermaisgebiss. Ja, das bräuchten wir mal. Auf alle Fälle. Wie steht ihr eigentlich zum Thema Ingame-Sound? Habt ihr den gerne so richtig laut oder mehr so im Hintergrund? Kommt aufs Spiel an. Kommt aufs Spiel drauf an und kommt drauf an, ob ich mit Leuten spiele oder nicht. Also so Battlefield 4 oder 3 voll aufgedreht, wenn ich alleine bin, super, einfach von der Soundkulisse und vom Feeling. Aber wenn du mit irgendwen sprechen willst auf Skype oder TS oder irgendwas wirklich unterhalten willst, keine Chance, du musst ihn runterdrehen, sonst verstehe ich gar nichts mehr. Das kennt doch. Das Problem ist aber gerade bei Shootern, mein lieber Rocktox, dass du ja auch sehr viel übers Gehör arbeiten musst, um halt Leute zu orten, ne? Genau. Also Counter-Strike ist das beste Beispiel da, ohne Gehör zu arbeiten, ist echt. Ach scheiße, was habe ich denn vor hier? Ohne Gehirn oder ohne Gehör? Ohne Gehör. Und ohne, also ohne Gehirn muss ja wirklich, da brauchst du dann auch, ich weiß nicht, wie ist das bei dir, du hast normale Stereo-Kopfhörer, nehme ich mal stark an. Ich habe Stereo. Ich habe als letztes versucht so 7:1 Kopfhörer, die hatten zwar geilen Sound, haben sich aber mit meiner Aufnahmekarte nicht so gut verstanden, weil man muss ja den Klinkenstecker durchziehen durch die Aufnahmekarte, also von meinem Computerausgang mit einem extra Kabel auf meine Aufnahmekarte und dann stecke ich halt meinen Kopfhörer auf der Aufnahmekarte an. Es geht halt nur mit Klinke und nicht mit USB und das war das Problem. Dann ist klar. Ja. Da gibt's ja fast keine mit 7.1. Da gibt's gar keine. Ja. Das ist. Ja, und wie ist ja, das, wenn genau du eine nicht... Million Kredit. Hey. Das heißt, wir haben knapp 300.000 schon zurückgezahlt. Ich meine 295 waren am Anfang. Bei 85 habe ich gesehen gehabt. Okay. Das 300.000 zurückgezahlt? Ich dachte, wir haben jetzt schon das 4.5. Mal, dass wir jetzt was recht zurückzahlen. Ja, insgesamt, wir hatten ja 1,7 Millionen, glaube ich, auch. Genau, und also wir haben jetzt schon 700.000 zurückgezahlt. Oh, Markus, ich habe ihn nicht angedötzt. Nein, passt schon. Das ist schon in Ordnung. Ja.
Ja, aber so generell muss ich sagen, es kommt auch immer wirklich drauf an, wenn ich alleine spiele, dann habe ich schon ganz gerne den Ingame-Sound richtig laut und dann habe ich auch gerne, wenn halt ein Soundtrack dabei ist, habe ich auch gerne die Musik dabei. Deswegen finde ich zum Beispiel mal Minecraft sehr schade, dass die Musik so selten spielt und so. Aber wenn ich halt quatsche dabei, dann stört mich der Ingame-Sound sehr häufig. Ja. Mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass mir oft in die Kommentare geschrieben wird, entweder mach den Ingame-Sound mal leiser oder lauter, meistens lauter, weil ich, gerade wenn ich mit anderen zusammenspiele, und das mache ich bei LS ja eigentlich nur, dann mache ich den relativ leise, damit man wirklich das ganze Gespräch gut versteht. Und ich finde auch ehrlich gesagt, bei LS, wenn du da irgendwie Tempomat 2 anlegst, das, dann hast du einfach so ein Eintönen, also das Motorengeräusch ist einfach so sehr wegen der komplett gleichen Drehzahl die ganze Zeit so. Okay. Ja, was ist nicht so meins. Was ich hier noch stört, zum Beispiel beim John Deere, bei dem Grünen da, ich weiß nicht, der klingt bei mir so schrecklich in den Kopfhörer, also ganz schlimm mit Rauschen und möchte ich gar nicht, wenn ich mit, darum fahre ich den auch gar nicht mehr, weil der bei mir irgendeinen Soundfehler hat und ich mag den Soundfehler. Ich habe eigentlich den Sound, den in dem Sound, weil es, ja, schön, dass er hörbar ist, auch in, auf den YouTube-Videos und ja. Ja, hörbar schon, dann, aber der muss jetzt nicht so. Weißt du, dass die Stimme genauso laut ist, wie der ist? Nee, das auf keinen Fall. Das finde ich nicht so. Also, man sollte hören, dass das da ein Sound ist, aber mehr auch nicht. Wow! Finde ich. Wow! Ich habe mir noch gedacht, halt dich rechts und hub, bevor du die Kurve fährst. Aber dann hat er angefangen, mit dem Truck hier die Kurve zu schneiden. So, ich benötige irgendwann einen Abfahrer, schätze ich mal. Auf welchem Feld? Auf welchem Feld bist du? Den Ladewagen. Auf Feld 10, aber der Ladewagen steht noch, halt der Überladewagen steht noch auf Feld 10. Wieso? Wir brauchen nicht den Überladewagen, das mache ich so mit dem Kipper. Okay. Kannst du dir 100.000 zurückzahlen? Ja, Feld gleich. 10. Einen Moment. Ja, dann tanke ich den, den Markus ab und ihr beide fahrt weiter ab. Oder wie? Ja. Dieses Haus nervt. Wir könnten das so schön Wendekreis sofort umdrehen, aber nee, da ist das Haus und dann bleibe ich immer hängen. Ja, ja, weil der Truck halt so einen riesengroßen Wendekreis hat. Wo stehst du? Wo bist du denn? Ach, da hinten. Ich komm hoch wieder. Okay. Ja, ich muss dann aber ja trotzdem von hinten kommen. Genau. Oh. Ja, das kostet schon wieder Hundesteuer. Das kostet schon Hundesteuer, ich weiß. Ja. Hundesteuer? Ja, ja, klar, von hinten kostet Hundesteuer. Ja, Doc hat komische Gesetze in seinem Land. Was ist die Hundesteuer? Ja, ja, gibt's ja, war auch kennst du nicht Doggy-Style von hinten? Ja. Ah, okay. Oh, wie tief. Wir fallen schon wieder in die untersten Schubladen ab. Ja. Ja. Aber ich dachte, wir fallen jetzt in den tiefen Doggy-Style. Nein, aber das wollen wir ja nicht wieder machen. Nein, wollen wir nicht wieder. Wie schnell fährst du? 10, 11. Muss auch sagen, das war harmlos zu dem von gestern. Ja, ja, definitiv. Aber ich bin eklig leer, halt, du kannst einmal abfahren und dann kannst du wieder stehen bleiben, ein bisschen. Okay. Ja, dann fahre ich weiter Gerste weg. Ja, oder? Du kannst doch einmal den Überladewagen wegräumen, weil der steht noch mitten im Feld jetzt. Auf welchem Feld? Feld 16, wenn du nicht täuscht, aber mit Traktor. Okay. Dann bist du jetzt leer, ja? Ja, genau. Okay. Dann fahre ich den jetzt erstmal hier. Halt. Den, genau, ich fahre den nach hinten hin. Ja, ich bin über die Straße. Lassen. Ja, ist egal, wie du willst. Ich stelle ihn einfach mal hier so ein bisschen, dann stört er nicht. So, und dann tappen wir uns mal hin. Ich liebe diese Game-Server, die sind so kacke. Ist das gerade wieder eine Uhrzeit, wo das nicht vernünftig ist? Keine Ahnung. Vernünftig halt alle so 20 Sekunden ungefähr, einmal so kurze Lags. Ich habe überhaupt keine Lags. So. Ach, der ist, ja ist noch, der ist ja noch voll, da ist ja noch Zeugs dran. Ja, genau. Okay. Alter, wie der Truck einfach über die Karte saust, wenn man da mal drauf achtet. Und Rocktox vorsichtig, ne? So, als extra. Wer von euch beiden ist gleich mal am Hof? Ich möchte mal kurz den Ladewagen entladen. Den Überladewagen. Ich könnte da kurz hinkommen, ja. Ja, dann. Bin dann wieso weit auf. Das mal schnell entleere hier. Nein, Hausecke ist so knapp geschnitten. Die haben jetzt bald den halben Kredit zurückbezahlt. Das ist eigentlich schon eine ganz schöne Leistung. Ich hab gedacht, das stimmt, für 14 langsamer. Tage. Ich habe 14 Tage, haben jetzt circa den Kredit aufgenommen. Ich glaube, also 10 glaube ich. So. Ungefähr, ja. Aber ja, das war ja am Wochenende, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wo bist geht du? Geht doch ziemlich schnell.
Ah ja, Ja, wir haben jetzt auch einfach das Größte, was geht. Wir können uns eigentlich von den Maschinen her kaum noch weiterentwickeln, nur noch mehr kaufen. Naja gut, okay, Aber. wir können halt auch die anderen Fruchtsorten geben, ne? Die uns jetzt noch fehlen. Halt Genau, ja. Kartoffeln und Aber über Grün. dieses Thema reden wir erst im nächsten Part wieder. Okay, dann. Ja, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja, ne, beim nächsten Mal wieder dabei sein, Genau. damit ihr auch seht, wie es weitergeht. Ja, eigentlich hat er Guten anmoderiert, muss er ja. Guten hat er anmoderiert, genau. Dann darf der auch Tschüss sagen, also als Letzter. Ich sage Tschüss, als Erster. Ich sage auch Tschüss, als Zweiter. Und ich sage Servus, Leute. Und das Guten sagt. Tschüss. Ciao. Ich dachte, jetzt kommt sowas, der Guten sagt. Puff. Ja, gut, ey. Na, jetzt schmeißen wir das ganze Zeug hier auf.